Vom Leben der Natur. Diese Woche Lava, Asche, Explosionen. Der Vulkanologe Boris Benke spricht über das sinnliche Erleben des Ätna in Sizilien. Heute das Sehen. Wir befinden uns hier mitten im historischen Zentrum von Catania, nicht weit weg vom Domplatz, im Osten von Sizilien und ca. 30 Kilometer nördlich ist der Gipfel von Ätna. Mit seinen 3403 Metern, die wir jetzt seit August hier haben, in den letzten 15 Jahren, hat sich am Gipfel ein neuer Kegel gebildet, neben einem älteren. Der hatte erst einen Kegel gebaut, bis 2007 ungefähr, und dann ab 2011 hat er einen zweiten nebenan gebaut, der weiter östlich steht und deswegen besser zu sehen ist. Und es gibt eben einige bestimmte Aussichtspunkte, wo man Ätna gut sieht, da ist dieser Bellini-Park hier im Zentrum von Catania. Aber natürlich, um richtig zu sehen, muss man schon entweder an die Küste gehen, da gibt es einige Stellen, sieht man das gut, oder halt in die Orte hochfahren und dann in Richtung Berg. Also Ätna sieht von jeder Seite aus anders aus, weil es ist nicht einfach nur so ein simpler Kegel, so ein symmetrischer Kegel wie, was weiß ich, Fujiyama oder so, sondern das ist ein Gebilde, das besteht aus verschiedenen Vulkanbergen, Vulkankegeln, die nacheinander nicht exakt immer an der gleichen Stelle entstanden sind, die zum Teil eingestürzt, explodiert sind, übereinander gewachsen sind, und das ergibt ein sehr asymmetrisches Bild. Und dann gibt es auch noch Eruptionen an den Bergflanken. Das heißt, der Berg wächst nicht nur am Gipfel, sondern der wächst auch an den Seiten. Und die Tätigkeit an den Bergflanken ist nicht gleichmäßig verteilt. Das heißt, es gibt Zonen, die sind aktiver, und da bilden sich dann natürlich eher Rücken heraus und an anderen Stellen weniger. Das heißt, wenn man um Ätna herumfährt, dann hat man jedes Mal nach wenigen Kilometern schon wieder eine völlig andere Berggestalt, nicht? Und dann gibt es noch die Gipfelkrater, das sind 4 Stück, die sich auch ständig verändern. Und mal sieht man den einen im Vordergrund, mal sieht man den anderen im Vordergrund, je nachdem, wo man ist. Und mit explosiven Vulkanausbrüchen kommen dann auch eine Menge Phänomene, an die man hier eigentlich gar nicht so gewöhnt war. Also von daher ist Ätna eigentlich auch eine sehr faszinierende Sache, weil es wirklich gar nicht so einfach ist, das Ding überhaupt zu begreifen, ja? Sich ein mentales Bild davon zu machen. Ich meine, wenn man sich was vorstellt, dann hat man im Prinzip eine Idee davon, ja, und man macht im Prinzip eine geistige Karte, nicht? Und Stromboli versteht man sehr schnell, nicht? Weil das ist ein kleines, relativ simples Ding, wogegen etwas von einer unglaublichen Kompliziertheit. Und da braucht es dann lange, bis man dann wirklich so mit geschlossenen Augen sich so die Karte von Ätna, so eine dreidimensionale Karte von Ätna vor sich sieht. Ja, ich meine, selbst von den Stellen, wo man Ätna dann gut sehen kann, bedeutet das nicht, dass man Ätna immer sieht, denn dieser Berg, es ist die Betonung auf Berg, nicht? Also es ist auch wichtig zu wissen, dass die Leute hier Ätna niemals Ätna nennen, sondern Amontagna, also im Prinzip die Bergin, nicht? Weil es ist eigentlich eine weibliche Gestalt, es ist die Mama. Die Mama, die ab und zu mal ein bisschen ärgerlich wird, aber in der Regel sehr großzügig ist und ihnen wahnsinnig viel Gutes gibt. Nicht? Wir sitzen hier auf Lavagestein zum Beispiel, das Straßenpflaster ist also Lavagestein. Naja, weil es eben ein Berg ist, der mitten im Mittelmeer liegt, haben wir hier ganz besondere Wetterbedingungen. Das heißt, alles, was am Wetter rüberkommt, das kommt mit voller Wucht über diesen Berg. Es bilden sich Wolken, die aufsteigen, vor allen Dingen auf der meerzugewandten Seite, die beim Abkühlen kondensieren, zu Wolken werden eben und sich dann abregnen. Deswegen haben wir auch ungewöhnlich große Niederschlagsmengen am Ätna, also fast die größten vom ganzen Mittelmeer, was einer der vielen Segen ist, die wir diesem Berg oder dieser Bergin zu verdanken haben. Und deswegen, sehr häufig sieht man eben Ätna nicht, weil in Wolken gehüllt. In der Nacht sind die Wolken häufig weg. Und dann sehr schön zu sehen, wenn mal Vollmond ist und Schnee ist im Winter, dann sieht man auch diese Berggestalt etwas mysteriös. Und natürlich noch schöner, wenn dann gleichzeitig auch noch Tätigkeit ist, Explosion oder ein Lavastrom. Nicht, dann sieht das richtig majestätisch aus. Schneebedeckter Berg mit gelb-roten Zungen da drin und vielleicht noch glühenden Explosionen oben am Gipfel. Vor einem vom Mond halt so ein bisschen erleuchteten Himmel. Das ist schon ausgesprochen spektakulär zu sehen. Morgen um 5:09 Uhr. Wahrnehmen mit der Nase.